Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei uns im Haus und herzlich willkommen, Herr Dr. Körner, hier zu dem ersten Vortrag, den wir jetzt in der Reihe des Kulturkalenders wieder hier im Haus stattfinden lassen können. Darüber sind wir sehr froh, auch dass wir ihn live hier vortragen können. Es ist schon nochmal was anderes, als es sich immer vor dem Bildschirm anzugucken, auch wenn so viele Dozenten sich da sehr, sehr weiterentwickelt haben. Mein Name ist Gabriele Tillmanns, ich leite hier den Fachbereich Kultur und Kunst, für die, die heute vielleicht zum ersten Mal hier sind. Ja, die Reihe Kulturkalender machen wir gemeinsam mit der Uni. Aktuell sind wir aber ausschließlich hier, weil eben die Uni lange Zeit ja niemanden hineinließ. Und heute haben wir als Thema Caravaggio aus Anlass seines 450. Geburtstages. Und ich weise nur ganz kurz schon mal darauf hin, wir haben dann Anfang Dezember noch Wolfgang Borchert, also aus dem Bereich der Literatur, zum 100. Geburtstag und Dostojewski, schlägt ja gerade in der Presse große Wellen, dann nochmal am 9.12. Ja, aber heute Caravaggio, noch haben Sie kein Bild zu sehen, aber ich glaube, uns erwartet heute hochdramatisches Gefühlstheater auf der Leinwand. Caravaggio gilt als genialer Maler und es ranken sich zahllose Mythen und Geschichten um ihn, um sein Leben. Da wird wahrscheinlich auch gleich die Rede von sein. Genie und Wahnsinn verbinden sich bei ihm. Man hört von Geschichten von Prostituierten, die er genutzt hat als Modelle, um die Mutter Gottes zu malen. Sodomie, er war auf der Flucht ab 1606. Also er ist uns so als gehetzter und verfolgter Künstler auch oft im Blick. Das hat viel überlagert oft, wie genial dieser Mann war, auch vor allen Dingen eben gerade in seinem Chiaroscuro, in vielen Neuerungen, die er in die Kunst gebracht hat und die auch nachher sogar seinen Namen getragen haben, den sogenannten Caravaggismo, also dieses Hell-Dunkel, was ich vermute auch nachher ein Thema ist, das sich durch die Kunstgeschichte zieht. Und die Kunsthistorikerin Sibylle Ebert-Schifferer, auch hier, die in der Region hier auch geforscht hat, hat vor einigen Jahrzehnten eben diesen Künstler auch nochmal wieder zu seinem Recht verholfen, indem sie die Klischees so ein bisschen weggenommen hat und gesagt hat, schauen wir doch mal einfach nur auf die Fakten, also gucken wir uns mal die Bilder an. Und ich zitiere sie hier ganz kurz. Ich gehe jetzt mal gegen die Klischees an und gucke, was wir dann eigentlich gewinnen, wenn wir aus den Bildern heraus, ohne überhaupt in die Biografie zu gucken, versuchen zu verstehen, was dieser Maler eigentlich geleistet hat. Und dann kommt ein durchaus immer noch und vielleicht noch mehr faszinierender Maler heraus, der höchst sensibel, höchst clever und höchst intellektuell ist. Also wirklich ein Künstler-Künstler. Einer, der fürs Malen lebt und vom Sehen lebt. Zitat Ende. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das Ihrer Einschätzung entspricht oder ob wir anderes von Ihnen hören. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz unseren Referenten vorstellen, Dr. Karl Körner. Er ist Künstler und Kunsthistoriker, verbindet also beides, die Praxis und die Theorie, was ich immer sehr zu schätzen weiß. Ausgebildet als bildender Künstler in Stuttgart und Studium Kunstgeschichte und Philosophie und Geschichte. Und er war sehr lange auch hier in einem Gymnasium als Kunstpädagoge tätig. Das merkt man, finde ich, immer seinen Vorträgen an, auch dass diese Hinführung und das Lenken des Auges, wir werden einfach immer mitgenommen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ganz wichtig auch sein Engagement für Semikolon Bonn. Das ist eine Künstlergruppe, die in Duisdorf ihren Standort hat. Seit 1986 ist er dort Mitglied und hat auch lange Jahre den Vorsitz geleitet und sie haben ein großes Engagement auch bei den Bürgern für Beethoven und ich kann noch mal sagen, wir hatten schon mal eine tolle Beethoven-Ausstellung mit seinen Werken hier bei uns und die wird, soweit ich weiß, nächstes Jahr in Bad Godesberg zu sehen sein. Die ist sehr empfehlenswert, das würde ich gerne noch erwähnen hier. So, und jetzt habe ich genug geredet, lausche mit Ihnen und gehe auf meinen Platz und übergebe Ihnen das Wort. Herzlich willkommen. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst darf ich Ihnen sagen, es ist so schön, zu Leuten sprechen zu können. Ich habe am Dienstag meinen letzten Online-Vortrag gehalten.
es ist kein Vergleich, allein Sie jetzt hier zu sehen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Bitte abdunkeln. Danke. So ist für Sie dann das Bild auch brillanter. Sie sehen hier den Namen, den vollen Namen. Michelangelo wird er deshalb genannt, weil er am 29. September geboren wurde. Das ist der Tag des Erzengels Michael. Und wenn man dann seinen Sohn nach diesem Tag, nach Michael, nennt, dann kommt da Michelangelo, der Engel Michael, raus auf Italienisch. Merisi ist der Name des Vaters und Caravaggio ist der Ort, wo er herkommt. Wahrscheinlich nicht, wo er geboren ist, aber wo er herkommt. Als erstes ein bisschen die Biografie, weil sonst kann man manches gar nicht verstehen und auch überhaupt nicht begreifen, wie der Kerl so viele Werke hat schaffen können, in einer riesigen Dimension. Und wie der überall, wo er hinkam, schon bekannt war und direkt Aufträge bekommen hat. Das werde ich Ihnen erläutern. Also, fangen wir an mit Mailand, wo er wahrscheinlich geboren wurde, 1571 und deshalb auch dieses Jubiläum. 5 Jahre später ist dort die Pest ausgebrochen, dann sind die Eltern in ihr Heimatörtchen, nämlich Caravaggio, gezogen. Und in Caravaggio, da herrschte die Familie Colonna. Und diese Familie spielt in deinem ganzen Leben für Caravaggio eine wesentliche Rolle, weil die ihn immer unterstützt haben, auch in den größten Notlagen, die schon angedeutet wurden und auf die ich auch zu sprechen komme. Er ist dann zurück nach Mailand, sein Vater ist gestorben, wahrscheinlich an der Pest, 81, und er ist dann 84 nach Mailand und dort in die Lehre dann gegangen. Aber ein ehrgeiziger Künstler, der musste damals zwingend nach Rom. Ohne in Rom gewesen zu sein, mit den großen Auftraggebern, den Erzbischöfen und dem Papst, konnte man kein bedeutender Künstler in Europa, nicht nur in Italien, Europa werden. Er hat aber manche Verbrechen tatsächlich begangen und deshalb musste er fliehen in das Fürstentum Paliano. Das gehörte wiederum den Colonnas. Also dort hat er Schutz gefunden für ein paar Monate, auch dort noch gemalt und ist dann aber weitergezogen, weil es ihm das zu nah an Rom war und die Häscher des Papstes waren unterwegs. Da ist er dann nach Neapel. Von Neapel aus, und dort waren die Colonnas auch wieder für ihn zuständig, von Neapel aus hat dann ein Schiff abgelegt, wo auch einer im Namen des Malteserordens das Schiff geführt hat, nämlich nach Malta. Dort hat er dann den Johanniterorden bekommen und ist dann zurückgeflohen nach Malta, darauf komme ich nachher zu sprechen, und von dort wieder zurück nach Neapel und schließlich ist er in Porto Ercole. Da wollte er nach Rom wieder zurück, gestorben. Das zur kurzen biografischen Einordnung. Fangen wir an mit Mailand. Dort hat er den Lehrer gehabt, Simone Petazzano. Dieser Petazzano hat sich selbst als ein Schüler Tizians bezeichnet, das schreibt er auch unten hin, Tiziani Alumnus, also auf Lateinisch der Schüler von Tizian. Und der hat in dieser Art und Weise, wie das in der Renaissance üblich war, mit klaren Farben, auch hier ein bisschen dunkler Hintergrund, aber noch nicht das, was Caravaggio dann draus macht, aber eine erzählerische Geschichte. Sie haben auf der rechten Seite des Bildes oben noch die heilige Veronika, also solche erzählerischen Momente, die werden wir nachher bei Caravaggio nicht mehr finden. Wie gesagt, wenn einer etwas werden wollte, dann musste er nach Rom gehen. Und Rom, das ist dieser wirklich furchterregende Eingangstor, die Engelsburg, gleichzeitig auch Gefängnis gewesen. Ich zeige Ihnen das einfach, um mal diese Größe, diese Dimension zu zeigen. Und in der Zeit, als Caravaggio nach Rom gegangen ist, ist eben der Petersdom erweitert worden und ist das alles gebaut worden, sodass man da also auch Auftraggeber hatte, die diese Räume ausstatten wollten und Aufträge vergeben. Aber wenn einer kommt vom Land, so wie der Caravaggio, den in Rom niemand kennt, dann muss er den Cursus Honorum durchlaufen. Das heißt, mit anderen Worten, der Cursus Honorum ist aus der
römischen Geschichte überliefert, dass man sozusagen die Hierarchie durch Leistung nach oben klettern muss. Und möglicherweise ist das eben so gelaufen, dass er durch Vermittlung wiederum der Colonnas bei einem Monsignor Pandolfo Pucci eingequartiert wurde, für ein paar Monate zumindest. Und der hat ihn dann Heiligenbildchen malen lassen. Das war natürlich gar nichts für den Caravaggio. Und dann hat er auch noch zu wenig zu essen gekriegt. Dann war er stocksauer und ist ausgezogen. Dann hat er bei Lorenzo Carli gelernt. Auch das war ein Maler, der jetzt nicht gerade bekannt war. Also kein Sprungbrett, würde man sagen, für eine weitere Entwicklung. Die kam aber mit dem Antiveduto Grammatica. Das war ein angesehener Künstler, der eine eigene Werkstatt hatte. Und das war wichtig. Und wenn man diese eigene Werkstatt hat, dann war er verpflichtet, in der Accademia di San Luca, also in der Gruppierung sozusagen der Gewerkschaft der Maler zu sein, auch nur anerkannte Künstler aufzunehmen. Das heißt, der Caravaggio muss in der Zeit bereits so einen kleinen Namen gehabt haben, dass er von dem nicht sehr bedeutenden, aber immerhin selbstständigen Maler in die Werkstatt aufgenommen wurde. Den großen Sprung hat er dann geschafft, als er bei dem Cavaliere d'Arpino einquartiert werden konnte und dort auch ist das, den Sie hier sehen. Und der Clemens der VIII., der hat dann eben auch Aufträge verteilt und das war eben sehr lukrativ. Das heißt, bei diesem Cavaliere d'Arpino hat er nicht nur das Malen gelernt oder hat weiter sich entwickeln können, sondern er hat gleichzeitig gelernt, wie der Kunstmarkt funktioniert. Man musste sich bis zu einem gewissen Grad schon selbst promoten, würde man heute sagen, damit man überhaupt eine Chance hat. Er hat also da vorwiegend Stillleben malen müssen. Man hat ja Arbeitsteilung gehabt und in den Bildern, die der Arpino gemalt hat, war er zuständig für Blumen und für Stillleben. Nebenher, für sich alleine, hat er dann diese kleinen Bilder angefertigt, den schälenden Knaben. Und da sehen Sie, so ganz nebenbei bringt er unten das ein, was er bei Arpino immer machen musste, ins Stillleben. Aber interessiert hat ihn das Figurenbild. Und da fängt es schon an, dass die Rückseite, also der Hintergrund, dunkel ist. Ein bisschen schattiert, aber dunkel. Und die Person ganz nah im Vordergrund gemalt. Und das gab es in der Art und Weise nicht, A, weil das ein profanes Bild ist, und B, in der Nähe. Profan heißt, irgendein ganz belangloses Knäblein, das schält, eine Frucht wird dargestellt. Sie müssen sich vorstellen, Maler mussten Historienbilder malen mit würdigen Themen und Inhalten. Sprich aus der Antike, sprich aus dem Neuen oder Alten Testament, aber doch nicht ein Knäblein, das da irgendeine Frucht schält. Aber genau das war das Neuartige, was die Leute verblüfft hat. Und sofort sind Neuaufträge gekommen, sodass er selber Duplikate anfertigte. Wir wissen heute von etwa 12 weiteren Gemälden dieser Art, die er hergestellt hat, weil die Nachfrage da war. Das heißt, da fängt es dann schon an, dass er einen gewissen Namen bekommt. Er mache Dinge, die sonst keiner mache. Dann hat er sich selbst als Bacchus dargestellt, auch das immer noch ohne Auftrag, die Aufträge kommen erst später, so bekannt war er noch nicht. Und wenn man diesen Bacchus anschaut, dann ist er dann natürlich schon weiter, viel weiter als bei dem eben gezeigten Knaben. Wenn Sie den jetzt nochmal ernsthaft unter die Lupe nehmen, unter malerischen Aspekten, dann werden Sie feststellen, hallo, die Arme sind doch viel zu lang, die passen doch gar nicht zum Körper. Und diese Körperlichkeit, die hat er hier perfekt umgesetzt. Also schöner kann man diesen Oberarm mit dem Bizeps und Trizeps überhaupt nicht darstellen. Das wiederum ist etwas, was Michelangelo hervorragend konnte. Und er hat von Michelangelo einiges gelernt, vor allem diese Körperdarstellung. Aber die Perfektion, die er im Stillleben erreicht hat, die können Sie bei der Vergrößerung jetzt wunderbar sehen aus diesem Bild. Ich möchte Ihnen mal klar machen, was die Neuartigkeit ist. Man kann das am besten im Vergleich machen.
Der Tizian hat dasselbe Thema, den Bacchus, genommen. Aber was war bisher? Bisher musste man sozusagen eine Geschichte, einen Hintergrund, ein renaissancemäßiges Wissen vermitteln. Und das, was Sie hier jetzt sehen, ist auf der linken Seite erstmal die Leoparden. Das weiß damals jeder, das ist das Lieblingstier von Bacchus. Also ein ganzer Kontext wird da erstellt. Dann sehen Sie hier ein kleines Schiff. Das ist das Schiff, das rausfährt, weil der Theseus seine Ariadne auf Naxos alleine zurückgelassen hat. Die Figur sehen Sie direkt daneben. Und da kommt dann der junge Mann an und wirft das Diadem von der Ariadne in die Luft. Und das wird dann dieses Sternbild. Und dieses Sternbild hat einen Namen, den man heute nicht mehr so sich getraut auszusprechen, denn das ist die Corona Borealis. Damals hatte das natürlich einen ganz anderen Klang, aber wenn ich das heute sage, bekommt das eine andere Bedeutung. Das schon mal als Hinweis, dass ich die Einstellungen, dass ich die ja, auch Liebhabereien und Ähnliches einfach verändern. Und wenn Sie dann noch hier diese Figur sehen, damals ist Laokoon entdeckt worden und direkt in Rom im Vatikan ausgestellt worden. Das heißt, der Tizian, der musste gleich beweisen, ich bin auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse. Das bringe ich direkt in mein Bild mit rein. So, und wenn Sie jetzt dann eben den Bacchus sehen von Caravaggio, dann würden Sie sofort schlagartig begreifen, das ist was Neues. Das hat die Leute damals irgendwie elektrisiert und fasziniert. Diesen Knaben mit dem Früchtekorb hat er ebenfalls für sich alleine gemalt. Und da fällt jetzt zweierlei auf. Erstens die große Prägnanz und Fähigkeit, die Leben darzustellen. Zweitens die Gleichrangigkeit von, allein von der Quantität her, von Früchtekorb und der Figur. Dann natürlich die antikische Gewandung. Das heißt, die Figuren werden nicht mehr an einer bestimmten historischen Zeile festgemacht, sondern das ist ein allgemeingültiges Bild. Und dann natürlich so eine leicht erotische Tendenz durch diese entblößte Schulter. Das ist dieser Gesamtsituation damals geschuldet. Homosexualität war da ein übliches Vorgehen. Da brauchen wir kein Tuch drüber, keinen Schleier drüber legen, sondern das war so. So, und wenn wir das jetzt vergleichen mit diesem Bild zum Beispiel, das kurz vorher entstanden ist, da sehen Sie schon wieder den Unterschied. Das ist eine Dame, die hat auch einen Früchtekorb. Der ist sozusagen ein lästiges Beiwerk, das da gezeigt wird. Und die Dame nimmt keinerlei Kontakt auf. Und das ist bei dem Bild von Caravaggio noch vollkommen anders. Mit dem leicht zurückgelegten Haupt, da werden Sie direkt angesprochen. Und von daher ist das natürlich auch unmittelbarer auf den Betrachter wirkend als das andere Bild. Dass das Eindruck gemacht hat, sehen Sie dann an dem etwa 30 Jahre oder 40 Jahre später entstandenen Bild. Da war die Wirkung schon bis nach Nordeuropa gedrungen. Da ist es etwa vergleichbar. Wunderbar gemalte Trauben, also auch diese herrliche Geschichte. Und da kommt jetzt etwas herein, was die damals natürlich gewusst haben und sofort gesehen haben. Das ist nicht nur ein Bild mit einer Dame, Früchtekorb und Vorhang, sondern hier geht es um die Auseinandersetzung, wer kann am besten malen und die Wirklichkeit darstellen. Das wusste man in der Renaissance, das geht zurück auf die beiden Maler der Antike, Zeuxis und Parrhasios, die hatten einen Wettkampf veranstaltet. Der Zeuxis hat Früchte so gemalt, und da sind wir jetzt genau bei dem Bild, dass die Vögel da dann gepickt haben an dem Bild. Und dann hat sich Zeuxis, der eingebildet hat, und darauf nimmt dieses Bild Bezug. Sie sehen, da wird der Vorhang zurückgezogen und das spielt genau auf diesen Wettstreit an. Und der Wettstreit wird noch mehr eine Rolle spielen, auch für Caravaggio. Das nächste Bild bringt eine neue Dimension ins Bild herein. Und zwar ist im 15. Jahrhundert durch ein Konzil in der Kirche gefordert werden, dass Bilder
Effekte und Affekte bei dem Betrachter hervorrufen müssen. Und zwar ist das im Zuge der Gegenreformation vom Papst so bestimmt worden, gegen die Reformation von Luther, dass Bilder gemalt werden, die den Betrachter unmittelbar ansprechen. Das heißt, in das Heilsgeschehen sozusagen hineinziehen und eine Identifikation herstellen. Das ist hier zum ersten Mal so gelungen. Ein völlig nebensächliches Thema, das hier aufgegriffen wird, aber ich werde gleich sagen, was das Bedeutende daran ist. Denn wenn Sie suchen, warum schreit denn der Knabe so oder warum erschrickt er denn so, das sieht man ja kaum. Das ist eine Eidechse, die ihn beißt. Eidechsen im Stilleben sind nichts Neues, die gab es schon früher. Und wenn Sie da genau hinsehen, sind die da oben auch drin, zwei Stück. Aber was ist nun der gewaltige Unterschied? Der Unterschied ist folgendes. Wir haben das Stillleben, also unbewegtes Dasein, wie oben in dem Bild. Und das heißt auf allen Sprachen, in allen Sprachen genauso. Das ist tot. Was macht Caravaggio draus? Er macht aus dem Stillleben mit der Eidechse plötzlich ein Ereignis. Und dies, dass das Stillleben genauso wichtig ist wie die Figur, und die Figur solch einen Ausdruck annimmt, dass man da sofort, wir wissen heute, das funktioniert über die Spiegelneuronen im Kopf, dass wir da sofort eine Identifikation herstellen können. Nur wenn wir dann feststellen, das ist ja so harmlos, dann fühlen wir uns ein bisschen getäuscht. Das wird bei späteren Bildern ernsthafter. Bei dem ist es schon so, dass auch das Sehen selber thematisiert wird. Dass die Bilder, die Figuren jetzt nur drei Viertel gezeigt werden, ist so, dass wir sie als sehr nah empfinden. Denn so können Sie die Figuren nur sehen, wenn Sie selber so nah an der realen Figur sind. Mich sehen Sie hier ganz. Sie können mich nicht verschwinden lassen. Ich kann aber mich so an Sie nähern, dass Sie nur noch den Teil sehen. Und das empfinden Sie automatisch von der Realität ausgehend als Teil dessen, was ich hier wahrnehme, ich nehme Nähe. Jetzt ist es so, das ist die Handleserin, die hier dargestellt wird, aber auch da muss man wieder laut Caravaggio ins Detail gehen, nämlich die Hand mal genau angucken. Und da ist es dann so, dass Sie einen leicht gebeugten Mittelfinger der Dame sehen. Die ist so geschickt, dass sie vorgibt, die Linien der Hand zu lesen und gleichzeitig den Ring vom Finger streift und klaut. Dass das die Zeitgenossen genauso gesehen haben und keine Interpretation von mir ist, dazu schreibt der Murtula ein Madrigal, also ein Zeitgenosse, ich weiß nicht, wer der größere Betrüger oder Verführer ist, die Frau, die täuscht, oder du, der sie so malt. Also man sieht hier auch schon wieder diesen Wettstreit zwischen der realen Welt und der Welt, die gemalt ist. Dasselbe Thema taucht hier nochmal intensiver auf in dem Caravaggio-Bild von den Kartenspielern. Das ist immer noch, sind immer noch Frühwerke, 95, 96 entstanden. Da waren wir ja noch nicht so alt. Aber da wird es anders, nochmal anders. Schauen Sie, das sind drei Personen. Die linke ist die harmloseste, die ist in Karte vertieft. Dahinter, der kommt ganz eindeutig als Spinkser. Der guckt da rein, dem in die Karten, macht aber gleichzeitig ein Zeichen dem gegenüber und der zieht hier hinten schon die falsche Karte aus dem Gürtel. Das Interessante dabei ist, dass wir sozusagen als Zuschauer Teil dieses Betruges sind. Der Betrogene selbst aber nicht, der merkt das nicht. Und das nennt man Affekte erzeugen beim Betrachter, dass er teilnehmen kann an dem Bildgeschehen. Und das passiert auf diese ja, nachdrückliche und eindrückliche Weise natürlich auch, weil er immer perfekter in der Malerei wird und die Stofflichkeit und die Plastizität der Gesichter zum Beispiel so zum Ausdruck bringt, dass wir das als sehr real wahrnehmen können. Das Wichtigste aber war, er musste durch diese Bilder, die er zum großen Teil noch selber für sich gemalt hat, endlich mal
ein Bild schaffen, das einem Mäzen, und das ist einer davon, den nennt man normalerweise nur Del Monte, ja, der ganze Name steht hier, dass man den gewinnt, und den hat er tatsächlich gewonnen, und dieser Kardinal hat ihm dann auch Aufträge gegeben. Er residierte hier in diesem Palazzo Madama, und dieses Palazzo ist heute Sitz des Senates. Der konnte also dort einziehen und für 6 Jahre dort leben und arbeiten und ist dann unterstützt worden, hat Aufträge von dem Kardinal bekommen, und der hat wiederum an andere weitervermittelt, sodass wir davon ausgehen dürfen, er hat jetzt sozusagen den Status des angesehenen Künstlers erreicht. Und der hat diesen Bacchus hat ihn beauftragt, diesen Bacchus zu malen. Natürlich hat er ihm nicht genau vorgegeben, was er machen soll, aber das Thema. Und da sehen Sie die typischen Eigenschaften: Wein, Weinranken, Krone und das Stillleben dazu. Und das ist von diesem Kardinal in Auftrag gegeben worden. Und auch da sehen Sie die antikische Gewandung, also heraus aus der zeitgenössischen Darstellung, wie das vorher noch üblich war. Und dann natürlich dieser leichte Touch ins Erotische hinein mit der bloßen Schulter. Und hier nochmal diese große Fähigkeit, Stillleben zu malen. Das ist aus diesem Bild ein Ausschnitt. Und das ist der Ausschnitt aus dem Knaben mit dem Früchtekorb. Und dann muss es natürlich dazu kommen, dass er auch ein Stillleben alleine malt. Dieses Stillleben ist einzigartig, und so haben wir das eben vorher noch nie gesehen. Es gab einzelne Früchte und so weiter, aber auch da hat er sozusagen dem Stillleben ein Eigenleben verschafft, wie wenn es ein Historienbild wäre. Warum sage ich das, vergleiche ich das? Sie müssen sich vorstellen, in der Renaissance gab es eine Hierarchie nicht nur von Künstlern, sondern auch eine Hierarchie von Kunstgattungen. Und ganz unten im Keller war das Stillleben. Wer Stillleben malte, war kein bedeutender Künstler. Darüber kamen dann Genre-Szenen, also so Alltagsszenen. Und ganz oben drin waren die Historienbilder mit diesen Themen, die ich vorhin erwähnt habe, also testamentarisch oder antikisch. Und da kommt er daher und malt jetzt ein Stillleben als eigenständiges Bild. Und dieses eigenständige Bild hat er deshalb auch gemalt, weil er damit beweisen wollte, dass ein Stillleben zu malen genau die gleiche Bedeutung ist nicht mehr da. Egal, ich kann es Ihnen auch so erklären. Er hat gesagt, es ist egal, ob ich eine Person oder eine Frucht male. Für beide brauche ich die gleiche Fähigkeit, malerische Fähigkeit. Wieso soll dann das eine weniger wert sein als das andere? Und vor allem, wenn es um den Wettstreit geht, das so natürlich darzustellen, dass das menschliche Auge getäuscht werden kann, dann spielt es wiederum keinerlei Rolle, ob das ein Früchtekorb oder ein anderes Werk ist. Aber er war natürlich in seiner Zeit eingebunden und musste versuchen, diese Fähigkeiten, die er da erworben hat, da zeige ich Ihnen mal, mit welcher Präzision der das gemalt hat, oder aus dem Früchtekorb hier diese plastische Ausformung des Flechtwerkes. Da musste er natürlich rauskommen und trotzdem hin zu den Figurenbildern, denn damit ist am meisten eben zu gewinnen gewesen. Und zwar ist dieser Lautenspieler bestellt worden. Er ist also jetzt schon in der Region, wo er nicht nur für den Del Monte arbeiten konnte, sondern andere Auftraggeber und Förderer dazugekommen sind. Und das war ein Prälat, der Alessandro Mitrici. Und der hat dann auch die Grablegung, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, in Auftrag gegeben. Das heißt, wenn einmal so ein wichtiger Mäzen da war, dann konnte man darauf bauen, dass der auch noch weitere große Aufträge erteilt. Und zwar ist jetzt dieser Lautenspieler so zu verstehen, dass wir da nicht nur einen Lautenspieler sehen,
sondern dass mit dem Lautspieler etwas von der Harmonielehre, die damals eine große Rolle gespielt hat für den Auftraggeber, mit der Harmonielehre der Musik und mit der Harmonie der Musik, mit der man Menschen sozusagen heilen kann. Das ist ja bis heute ein Thema, was mit der Musik alles gemacht werden kann. Es ist aber so, dass wenn man genauer hinschaut, dass das nicht der alleinige Grund gewesen ist. Denn im Vordergrund liegt ein Notenbuch und da ist recherchiert worden. Das habe nicht ich gemacht, das haben andere gemacht, die sich da besser auskennen und haben herausgefunden, dass das von Petrarca die Canzoniere Nummer 11 ist. Und wenn man die dann durchliest, dann weiß man, das ist das reinste Liebesgedicht. Das heißt also, mit der Musik sozusagen die harmonische Beziehung in einer Liebesbeziehung herzustellen. Und das macht der Caravaggio mit einer unglaublichen Präzision und Detailfreude, sodass man eben, wenn man das Bild sieht, allein deshalb schon fasziniert ist. Sehen Sie, oben der Kopf von der Laute, da sehen Sie normalerweise nicht viel. Ich zeige Ihnen, der war so präzise geschult, dass er nicht nur dieses Instrument, sondern auch die übrigen drüber hängenden Seitenstellen zeigen wollte. Hier ist eine und hier ist die andere. Diese Detailverliebtheit, das ist eben genau die Voraussetzung, um dann diesen Grad von präziser Darstellung zu erreichen, die in Wettstreit mit der Natur treten kann und damit eben auch den Menschen ja, bis zum gewissen Grad täuschen. Platon hat das Mimesis genannt. Hey, da haben wir doch gerade gesehen. Nee, haben wir nicht, denn das ist wiederum eine Kopie. Sobald ein Bild gefallen hat, konnten sie davon ausgehen, dass der Caravaggio am nächsten Tag schon das Gleiche nochmal malen musste. Aber das ist nicht das Gleiche. Denn auffällig ist für sie auch sofort auf der linken Seite der Blumenstrauß und das Früchtestillleben, also das, was er sieht. Und wenn man dann die Kategorie einordnet, dann kommt man sehr schnell drauf, dass die Bedeutung eine völlig andere ist. Denn die Bedeutung, die Sie hier sehen, ist die der Darstellung der fünf Sinne. Sehen, riechen, schmecken, hören. Und das war ein beliebtes Thema der damaligen Zeit. Und jeweils für die einzelnen Dinge ist, also für die einzelnen Sinne, ist etwas. Das Essen ist klar, der Geschmack ist unten mit den Früchten, das Riechen, die Blumen, Musik hören, Sehen selber ist das Bild. Aber da wird auch deutlich diese Schlagartigkeit. Und dann kommt etwas Merkwürdiges. Da muss man als Kunsthistoriker dann immer aufpassen. Dieses Bild wird in einem sehr frühen Inventar als Diana dargestellt oder beschrieben, als Göttin der Jagd, weil die Diana diese mondsichelartige Stirnhaare hat. Und das sehen Sie hier. Dem bin ich mal nachgegangen. Ich bin anderer Meinung. Das ist also dieses Gesicht und das ist das Gesicht von dem Bacchus und von dem Lautenspieler auch, denn da hat jedes Mal immer derselbe junge Mann Modell gestanden, den wir auch kennen, der Mario Minniti, der aus Neapel damals nach Rom gekommen ist und mit dem Caravaggio zusammen gelebt hat, also wirklich gelebt hat. Die waren nicht nur befreundet. Und der ist dann später wieder zurück nach Neapel, darauf komme ich nachher zurück. Typisch ist dieser starke Augenbogen, die dunklen Augen und immer dieser leicht geöffnete kleinere Mund, der da auftaucht. Und wenn ich jetzt das dritte Bild dazu mache, dann ist das, das wissen wir, das ist der Mario Minniti. Und der hat genau diese Locke. Also mit Diana ist nichts, das ist Mario Minniti als Modell. Und hier taucht er im Gesamtwerk auf, nämlich den musizierenden Figuren. Das ist das erste größere Historienbild eigentlich mit mehr Figuren. Und da muss ich sagen, lieber Caravaggio, das hätte man besser machen können. Und zwar, wenn Sie allein schon das Gefühl haben, was ist denn mit der äußeren Figur links, die ist überhaupt nicht in die Gruppierung integriert. Das ist keine Komposition, wo Sie sagen könnten, das ist eine Einheit. Mehr oder weniger ist da jeder mit sich selber beschäftigt. Der eine stimmt die Laute, der andere vertieft sich in die
in das Notenbild hinten, der fängt gerade an zu blasen in seinem Naturhorn, das kann man gerade noch da oben sehen. Und links, das ist eindeutig ein Bacchus, denn der hat Flügel und der beschäftigt sich mit Trauben und im Haar hat er auch noch Weinblätter. Also da kriegt man irgendwie nicht zusammen. Und da musste jetzt natürlich der Caravaggio auch durch und erstmal lernen, hat es aber sehr schnell gemacht. Sie sehen hier, Typus, Musikantenbild war üblich, hatte also nichts Neues erfunden. Denn dieses von Tizian, das zeigt dann zwei Mönche, Dominikaner und den Franziskaner. Und die machen auch Musik, also das, vom Typus her war das nichts Neues. Und die heilige Katharina, auch nichts Neues. Das ist zwar ein Auftragsbild, aber da bewegt er sich so außer dem dunklen Hintergrund eigentlich in gängigen Klischees. Da nicht mehr. Das ist jetzt wiederum ohne Auftrag entstanden. Und zwar hat er das für sich alleine gemalt, das Haupt der Medusa. 1596, also alles ungefähr im selben Zeitrahmen. Und zwar ist es ein gebogener Schild, auf den er dies gemalt hat. Ich weiß nicht, ob Sie vertraut sind mit der antiken Geschichte. Der Eindruck von der Medusa hat einen zu Stein werden lassen. Und man konnte sie nur überwinden, wenn man mit Hilfe eines Spiegels, also indirekt, sie wahrnimmt und dann auch besiegen. Ihr ist dann der Kopf abgeschlagen worden. Und diese Situation hat der Caravaggio genommen. Und da aber völlig anders, als das bisher gewohnt war. Ich vergleiche. Bei dem Cellini haben sie den Sieger, der das Haupt der Medusa nach oben hält, ganz offensichtlich tot, ohne jegliche Regung. Etwas Vergleichbares bei dem berühmt bekannten Lorenzo Bernini. Und wenn ich jetzt das Einzelhaupt nehme aus der Skulptur und dagegen dieses halte, dann werden Sie sofort wahrnehmen, das ist komplett anders. Und das hat man auch so empfunden. Und deshalb ist auch von diesem dann sofort eine Kopie angefertigt worden. Aber was ist denn das, was da so anders ist? Denn wenn ich das nochmal vergleiche mit dem Rubens, der auch das Thema genommen hat, dann sehe ich, ja, es sind starre Augen, Mund leicht geöffnet, aber es ist nicht der Ausdruck, den ich hier bei Caravaggio beobachten kann. Das ist das zweite Bild, das er dann für seinen Gönner Del Monte angefertigt hat, denn der hat es zu seinen Dienstherren nach Florenz geschickt und die Florentiner haben das so verstanden, das ist der Schild, mit dem wir unsere Feinde besiegt haben. Und jetzt nochmal zu dem. Was hat denn Caravaggio hier festgehalten? Der hat etwas festgehalten, was gar nicht sein kann. Wenn ich den Kopf abgeschlagen habe, kann ich keine mimetische Äußerung mehr haben. Das geht gar nicht. Und das ist ein Punkt, der bei Caravaggio immer wieder auftaucht, dass er genau den Punkt trifft und malt, der eigentlich nicht möglich ist. Oder der nur einen ganz spezifischen Augenblick darstellt. Und wenn ich jetzt hier das Gesicht raushole, dann werden Sie feststellen, wenn ich das Gesicht alleine sehe, dann ordne ich das sofort einem Schreckmoment eines lebenden Menschen zu. Wenn ich aber jetzt weiß von der Geschichte her, die Medusa ist tot, die ist enthauptet, dann gibt es ein Spannungsfeld, das die Menschen damals offensichtlich empfunden haben, das so nicht aufgelöst werden kann. Und dieses Spannungsfeld, das empfindet man natürlich auch. Und dann ganz nebenbei, schauen Sie mal, die malerische Feinheit, wenn da neben der Pupille dieses Licht, das in das Augeninnere tritt, dieses Rötliche, das ist so toll gemalt, dass, also, Entschuldigung, aber da komme ich ins Schwärmen. Das nächste ist jetzt wirklich ein großfigurisches Bild, das die Judith mit dem Holofernes zeigt. Im Alten Testament ist das so, dass der Holofernes die jüdische Stadt hat ausdürsten wollen, damit die verdursten und damit auch sterben. Und da hat die Judith die Eingebung gehabt,
ich gehe mit meinen schönen Kleidern zu ihm, verführe ihn ein bisschen oder mache ihn trunken. Und wenn er ganz betrunken ist, dann töte ich ihn. Damit rette ich die jüdische Stadt. Das ist das Thema, das dahinter steht. Jetzt ist es aber so, dass der Caravaggio auch wieder eine Bildlösung gefunden hat, die so vollkommen neu ist. Wir wissen auch, wer das bestellt hat. Ein Komit Octavius Costa. Jetzt schauen wir uns mal an. Was passiert eigentlich auf dem Bild? Da werden ganz unterschiedliche Zustände gezeigt. Die alte Dienerin, die auch im Alten Testament erwähnt wird, die hat so einen Ausdruck, so, also ich habe es spontan interpretiert, geschieht dir recht. Ja, warum hast du uns auch das angetan? Oder Gott sei Dank ist dieses Ekel weg. Sie können das selber interpretieren. Bei der Judith, da sehen Sie so eine leichte Distanz zwischen dem, was sie macht und dem, was sie empfindet auf dem Gesicht. Und bei dem Holofernes ist der Augenblick genauso oder ähnlich dargestellt wie eben bei der Medusa. Der ist gerade am Sterben oder dürfte eigentlich keine Mimik mehr zeigen, zeigt sie aber trotzdem. Wenn ich dem jetzt nachgehe, was da eigentlich passiert ist, und ich vergleiche das mit demselben Thema, das hier dargestellt ist, von dem Paolo Veronese, dann muss ich sagen, wie kann man denn eigentlich zu zwei so unterschiedlichen Interpretationen ein und derselben Thematik kommen? Und da gibt es nur eins. Ich lese Ihnen die Originalstellen aus der Bibel vor und dann erschließt sich das von selbst. Der Caravaggio hat sich folgende Bibelstelle entweder selbst ausgesucht oder von dem Kleriker geben lassen. Denn man muss dazu wissen, die konnten nicht einfach malen, wie sie wollten. Wenn sie ein Bild in Auftrag bekommen haben, dann mussten sie einen Entwurf zeigen. War der Entwurf vom Dekorum her, so war das Stichwort, okay, dann durfte er das malen. Das beurteilten dann aber noch diejenigen, in deren Kirche das gehängt wurde und im letzten Endeffekt der Bischof selbst. Jetzt zurück zu den zwei, zu den zwei Bildern. Der Caravaggio hat folgende Textstelle aus der Bibel genommen. Da trat Judith vor das Bett des trunkenen Holofernes und betete unter Tränen, indem sie leise ihre Lippen bewegte. Sie sprach, gib mir die Kraft, Herr Gott Israels, und schau in dieser Stunde auf das, was meine Hände vollbringen wollen, damit du deine Stadt Jerusalem wieder aufrichtest, wie du verheißen hast, und dass ich vollbringen, was ich im Vertrauen auf deinen Beistand ausführen zu können, glaubte. Glaubte. Das ist ein Wort, das hier geradezu Bild geworden ist. Sie hat sich jetzt getraut, aber erschrickt vor sich selber, was sie da macht. Das ist der Gesichtsausdruck. Und bei dem Veronese ist nun das Folgende. Der hat die Stelle genommen, Judith 10 im Alten Testament. Sie rief ihre Magd, ging ins Haus hinab, zog ihr Bußgewand aus und legte ihre Witwenkleider ab. Dann wusch sie sich, salbte sich mit feinster Myrrhe, ordnete kunstvoll ihr Haar, setzte ihren Kopfbund auf, zog ihre Feierkleider an, befestigte Sandalen an ihren Füßen, sonst ging man ja barfuß, legte Armbänder, Spangen, Ohrgehänge und Ringe an, kurz ihren ganzen Schmuck. Dazu verlieh ihr der Herr noch glänzende Schönheit, denn all diesen Schmuck legte sie nicht aus böser Lust, sondern in frommer Gesinnung an, nämlich den Holofernes zu töten. Und wenn Sie jetzt die zwei vergleichen, und sie gehen jetzt davon aus, was die Kirche gefordert hat, nämlich ein Mitgefühlbild zu malen, dann sehen sie doch links nur Eitelkeit, Schmuck, Pant. Aber auf der rechten Seite, da können sie mitfühlen. Da ist Empathie gefordert, direkt vom Maler. Und insofern ist das genau dementsprechend, was die Kleriker damals eingefordert haben. Und infolgedessen bekommt er natürlich jetzt auch neue und größere Aufträge. Eine ganze Kapelle sollte er ausmalen. Und diese Kapelle, die sollte zunächst mal gar nicht ihm zugesprochen werden, sondern dem berühmten Cavaliere d'Arpino, bei dem er ja gelernt hat, und einem Bildhauer, der den mittleren Teil ausfüllen sollte.
die kamen nicht zu Rande und nicht zu Gange. Und deshalb hat dann irgendwann der Del Monte, wiederum der Del Monte, eingegriffen und gesagt, so geht das nicht weiter, jetzt kriegt der Caravaggio den Auftrag. Also Sie sehen, man musste da vernetzt sein, sonst kommt man einfach nicht voran. Und dargestellt ist also oben wo, das sehen Sie da, der Matthäus mit dem Engel, dann die Berufung und auf der rechten Seite das Martyrium. Üblicherweise sind diese Szenen, und da haben Sie den Cavaliere d'Arpino, der aus diesem Vertrag rausgekegelt wurde, nach der Renaissance-Methode in einem Raum mit perspektivischer Konstruktion dargestellt. Das ist der Entwurf. Und nebendran sehen Sie von dem Muziano, der auch erst diese Tafeln hätte malen sollen, auch rausgekegelt wurde, weil er nicht zu Rande kam. Da sehen Sie dasselbe, innerhalb eines Raumes dargestellt. Und was macht nun unser Caravaggio? Da sehen Sie gar keinen Raum mehr, sondern da ist das pure Geschehen im Vordergrund. Und zwar direkt der Scherge in Blickkontakt mit dem heiligen Matthäus, der am Altar erschlagen wurde. Gleich kommt die Märtyrerpalme von oben gereicht vom Engel. Und das Ganze hat stattgefunden in einer Kirche. Davon sehen Sie nichts, es sei denn, Sie registrieren, dass im Hintergrund ein Altarblock ist mit dem Kreuz. Wenn Sie das wissen, dann ordnen Sie das gemäß der Textstelle zu, dass das im Altarraum passiert ist. Denn im Altarraum hat er auch den Brunnen gehabt, wo er die Täuflinge dann eingetaucht hat. Und die sind links und rechts dargestellt als fast nackte Figuren. Damit erschöpft sich das Bild aber nicht. Denn Sie haben da wiederum mehrere Möglichkeiten, sich als Betrachter einzufühlen. Zum Beispiel bei dem Knaben auf der rechten Seite, der ganz entsetzt sich abwendet. Gehen Sie auf die linke Seite, da haben Sie oberhalb des Täuflings einen, der um Gottes Willen was passiert, mit ausgebreiteten Armen. Darüber dann zwei Jünglinge, die drehen sich weg, sind völlig desinteressiert. Also haben Sie jetzt schon drei Möglichkeiten der Identifikation, was hier eigentlich passiert. Und ganz im Hintergrund hat er wohl das hell erleuchtete Gesicht sich selber dargestellt. Auch da die Handgeste unterhalb des Schwertknaufes. Wenn Sie da hier mal an der Stelle dran gucken, sehen Sie die Hand, die abwehrende von dem Künstler. Wie schafft er das, dass die Konzentration jetzt auf dieses Geschehen gelenkt wird? Das macht er eben mit der Räumlichkeit, gestaltete Räumlichkeit zutage. Und deshalb konzentriert sich auch Ihr Blick direkt auf die Figuration. Abgesehen von der Tatsache, dass die Figuren wieder ganz vorne am Bildrand sind, zum Teil vom Bildrand überschnitten werden und dann das für Ihr Gehirn bedeutet, Sie sind selber nahe dran. Bei der Berufung des Matthäus, das war ja ein Zöllner, nämlich genannt Levi, da sollte man vielleicht vorher auch noch soziologisch den Zöllner zuordnen, denn das war ja so, dass die Römer erstmal einen Distriktbeauftragten eingesetzt haben und dieser Distriktbeauftragte hat wiederum an die Zöllner das weitergegeben, die den Tribut einfordern müssen, unabhängig von einer gelungenen Ernte oder von einer Missernte. Und deshalb waren die Zöllner natürlich sehr unbeliebte Personen, die konnte niemand leiden. Und das muss man jetzt dazu wissen. Und da geht der Christus nun hin und holt sich solch einen zu seinen Jüngern. Geht also in die Stube rein und man sieht jetzt in die Zollstube und da vorne ist das Geld schon und die Schreibfeder und das Tintenfass. Also die sind gerade am Zusammenzählen und fast unbemerkt ist hier, sehen Sie den Heiligenkreis da? Das ist der Christus, der da gestellt ist. Und jetzt kommt etwas, was halt ganz typisch ist für den Caravaggio. Sie sehen da eine Hand, die mit dem Finger zeigt. Wenn ich Sie meine, dann mache ich so. Wenn ich aber den Mann dahinter meine, dann mache ich so. Und jetzt schauen Sie mal, was der für eine Handbewegung hat. Genau die Hand. Er meint nicht den, der ihm am nächsten ist, sondern den dahinter ist. Das ist der mit dem Bart. Und diese Handbewegung, die sehen Sie übrigens häufig
bei den Dirigenten, wenn die wollen, dass die da hinten als Solisten mal aufstehen, damit sie beklatscht werden, dann macht er auch so. Dann macht er nicht so, dann macht er so. Und dies ist natürlich den Menschen auch vertraut gewesen, sodass derjenige, der gemeint ist, erstmal vollkommen erstaunt ist und fragt, ich, bin ich gemeint? Und das sind solche mimischen und gestischen Dinge, die Caravaggio ins Bild bringt, abgesehen von der Dunkelheit und jetzt natürlich für einen normalen Maler der damaligen Zeit wäre das undenkbar gewesen, Christus sozusagen im Dunkel verschwinden zu lassen. Und dafür gibt es den Begriff Chiaroscuro, also Hell-Dunkel-Malerei, Clair Obscur im Französischen, das hat sich also über Europa verbreitet. Und das bedeutet, dass vor allem die thematisch wichtigen Dinge, die Figuren, durch Helligkeit hervorgehoben werden und die anderen im Dunkeln. Hier bei der Berufung hat er nochmal den Gag gemacht, dass er sozusagen Lichtstrahl von rechts reinkommen lässt, sodass man auch die Empfindung hat, da geht es runter in den Keller, wo die armen Zöllner, die nicht beliebten Personen, da unten zusammensitzen. Und dann ist das Mittelbild, das habe ich nur in Schwarz-Weiß. Denn das hat der preußische König besessen und das ist dann im Zweiten Weltkrieg 1945 verbrannt. Und das ist jetzt eine eigenartige Geschichte. Denn dieses Bild von Caravaggio ist dem Decorum zum Opfer gefallen, also abgelehnt worden. Decorum ist immer dann von den Klerikern angezogen worden, wenn ihnen ein Bild nicht gefallen hat. Und man muss ja wissen, dass dieses Decorum jetzt nicht irgendwas war, sondern gibt's das auch? Der Papst, fällt einem einfach der Papst nicht ein. Der Papst hat ja verordnet per Dekret, dass da bestimmte Dinge eingehalten werden müssen, sonst wird das Bild zurückgewiesen oder muss zurückgewiesen werden. Und jetzt kommt das Ganze zu einem sehr ernsthaften Ende. Da gab es Strafen von ungefähr, sagen wir mal, 1.000 Euro übersetzt bis 100.000 Euro und im ganz schlimmen Fall, wenn man heretisch gemalt hat, Todesstrafe. Also es war eine sehr ernste Geschichte mit dem Decorum. Und dieses Bild ist dem Decorum zum Opfer gefallen. Das heißt, der Caravaggio hat umsonst gemalt, hat kein Geld gekriegt. Da sprang nun glücklicherweise dieser Herr Giustiniani ein, der hat das Bild gekauft, dem hat es trotzdem gefallen und das ist dann wiederverkauft worden und so kam es in den preußischen Besitz und ist da vernichtet worden. Der hat aber die Großzügigkeit besessen und hat sofort einen neuen Auftrag gestellt und jetzt wollen wir gucken, was ist das mit dem Dekorum? Ein Beispiel. Als der Hubert und Jan van Eyck diesen schönen Genter Altar gemalt haben, tauchen oben links und rechts Adam und Eva in natürlicher Nacktheit auf. Nimmt kein Mensch Anstoß. Diese zwei Bilder sind dann im Laufe der Zeit abgesägt worden, isoliert worden, verkauft worden und kamen übrigens auch in den preußischen Besitz. Aber in Preußen des 18. und 19. Jahrhunderts, da war Nacktheit absolut verpönt. Und das war natürlich so, dass der König Friedrich Wilhelm III. Geschrieben hat, ein fürstlicher Hof ist gewöhnlich mit trotzigen, eingebildeten, hochmütigen und impertinenten Subjekten versehen. Eben daher kommt es denn, dass die meisten Höfe gewöhnlich als Sitze des Lasters und der Üppigkeit von dem Land verabscheut werden. Dann kann ich natürlich auch keine nackten Figuren in der Malerei dulden. Also werden sie mit Kleidern bestückt. Das ist das Decorum jetzt ein gravierendes Beispiel. Davon könnte ich Ihnen Dutzende nennen, Michelangelo-Gemälde einbezogen. Und was ist nun hier das Decorum? Was hat man hier dem Michelangelo vorgeworfen und dieses Bild abgelehnt? Da ist also der Matthäus dargestellt. Ja, kann man denn einem Evangelisten, einer solch bedeutenden Persönlichkeit, solche Arme eines Schmiedes machen
oder kann man ihn mit der bloßen Fußsohle gegen das Publikum darstellen? Das ist doch ein Affront. Und dann kann der Kerl offensichtlich auch noch nicht mal schreiben, denn der Engel muss ihm die Hand führen. Da sagt das Dekorum, das geht nicht. Bild abgelehnt. Der Auftrag neu, das sieht dann das Ganze so aus. Und so hängt das auch heute noch dort in der Kirche. Da ist der Matthäus natürlich sehr viel edler dargestellt. Und oben der Engel hereinschwebend, dem schreiben könnenden Evangelisten. Und der zählt nun auf sozusagen den Stammbaum von Jesus, angefangen von vorne bis hinten. Also eine sehr bildhafte Darstellung dessen, was er schreiben soll, denn das Evangelium fängt ja damit an, das wissen wir. Und jetzt kommt wieder der Trick sozusagen von Caravaggio. Wie hole ich das Publikum ran? Wenn Sie da länger davor stehen, vor dem Original oder jetzt auch hier, dann werden Sie feststellen, dass der Matthäus einen unglaublich labilen Stand hat. Denn der kniet auf einem Schemel, der vorne rüber ragt, und wenn der noch ein bisschen vorrutscht, dann fällt er glatt runter. Nach vorne. Nach raus, zu Ihnen, zum Betrachter, in den Raum. Das ist kein Bildraum, sondern das ist Ihr Raum, in dem Sie stehen, in den der Schemel reinragt. Und diese sehr subtile Darstellung, die war natürlich schon faszinierend. Und deshalb hat dieses Bild auch, weil er so edel gewandelt wurde natürlich und die nackten Füße nicht nach vorne gestreckt hat, akzeptiert und hängt da, wie gesagt, heute noch. Da muss dann jetzt das Wort Tenebrismus fallen, das haben Sie vorhin erwähnt. Nee, aber was Ähnliches. Also, okay. Tenebrismus ist nichts anderes als eine Steigerung des Chiaroscuro. Beim Tenebrismus, also von Tenebrae, Dunkelheit, da kommt das bei Caravaggio so, dass wir, hier würden wir heute sagen, da ist die Figur wie im Theater mit dem Spotlight beleuchtet. Und diese Spotlight-Beleuchtung, die nennt man Tenebrismus. Ist eigentlich nur eine Verstärkung des Chiaroscuro. Als diese Malerei fertig war, hat er dann sofort den nächsten Großauftrag bekommen. Und wenn sie einmal da angekommen waren, dann konnten sie also Geld scheffeln am laufenden Bande. Nur der Caravaggio hat es genauso schnell ausgegeben. Also dem blieb da nicht so viel übrig. Auf jeden Fall hat er da mit diesem Annibale Carracci, der das Hauptbild vorne hat malen dürfen, die Seitenflügel malen dürfen. Und zwar ist das die Bekehrung des Saulus und das Martyrium des Petrus. Da sehen Sie jetzt nur schräg, sozusagen perspektivisch verkürzt und jetzt im Original. Das ist die Bekehrung des Saulus, der dann nachher zu Paulus wird. Und zwar sehen Sie rechts oben Christus, der als reale Person einschwebt. Hallo, das geht aber nicht, Caravaggio, abgelehnt. Als dieses Bild fiel auch unter das Dekorum. Er kann nicht einfach Christus als realen Mensch da reinschweben lassen. Und deshalb ist dieses Bild abgelehnt worden. Das heißt, er musste wieder ein neues malen. Aber auch da hat sich ein Mäzen gefunden und dieses geholt, nämlich dieser. Und der Sanesio hat dann auch das neue Bild in Auftrag gegeben. Bei dem Bild ist es jetzt so, dass wir vergleichen können. Auf der linken Seite Michelangelo malt das so, wie das eigentlich sich gehört und üblich war. Nämlich, dass Christus im Himmel, in der himmlischen Sphäre erscheint und von dem geht ein Lichtstrahl aus, der den Saulus blendet, vom Pferd schmeißt und da auch dann bekehrt. Diese Szene ist so dargestellt. Das kannte man und da macht der Caravaggio dieses draus, mit dem, der mit der Rundung des Schildes die Begegnung mit Christus abwehrt, der sogar mit der Spitze seiner Lanze auf den Christus zuweist. Und der Saulus, der will gar nichts mehr davon wissen, der hält sich die Augen zu. So kann man ein Heilsgeschehen nicht darstellen. Das war die Meinung, deshalb ist das abgelehnt worden. Oder so, was die Augen damals gewohnt waren, ein Erzählbild. Ja, wenn ich jetzt diese Geschichte von einem Saulus, der vom Licht geblendet wird, suchen will, ja, boah, da brauche ich ja eine Lupe, muss ich erst mal gucken, wo ist das denn überhaupt? Hier ist es.
Da liegt er vom Pferd runtergefallen, das Pferd ist auch schon umgefallen. Und da wird erst deutlich, welche Bilderfindungskraft unser Caravaggio hatte. Er hat das ja nirgends sehen können. Das ging aus ihm hervor, diese kreative Fähigkeit. Jetzt ist dieses Bild dann nochmal entstanden und da sehen Sie auch die völlig neuartige Auffassung, wo jetzt Christus nicht mehr als Person erscheint, sondern als imaginäres Licht sozusagen, den am Boden liegenden Saulus blendet und der sozusagen das Licht empfängt, nicht mehr ablehnt. Und das sind zwei grundsätzlich verschiedene Auffassungsmöglichkeiten und Darstellungsmöglichkeiten ein und desselben Themas. Dieses Bild ist akzeptiert worden und auch in der Kapelle gemalt worden. Aber welche Bedeutung, welchen Rang Caravaggio da schon hatte, war der, das sollte eigentlich als Fresko gemalt werden. Und der Caravaggio hat nie ein Fresko gemalt. Der wusste gar nicht, wie das geht. Der hat gesagt, mal nicht. Das geht nur mit einem Leinwandbild. Und da haben die Auftraggeber nachgegeben. Das können sie nur machen, wenn sie solch einen Rang und solch eine Bedeutung erlangt haben. Und das hat er da schon. Vergleichbar ist dann das Bild gegenüber, die Kreuzigung des heiligen Petrus. Auch da sehen Sie diesen Tenebrismus, komplette Dunkelheit hinten, die Hauptfigur, nur die Hauptfigur mit dem Gesicht so deutlich gemacht. Bei den anderen haben Sie überhaupt keine Mimik, nichts. Sie sehen nur die Kraftanstrengung von dem, der mit dem Rücken das Kreuz nach oben stemmt. Denn der Petrus wollte mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden, weil er nicht in derselben Art und Weise wie Christus mit dem Kopf nach oben gekreuzigt werden wollte. Die Demut ließ das nicht zu. Nun kommen wir zu der Kreuzigung, die ich vorhin schon mal kurz angespielt habe. Diese Grablegung war ja auch dessen im Auftrag verpflichtet. Und wenn Sie jetzt dieses Bild angucken, dann ist es auch ein klassischer Fall von Tenebrismus. Mit Spotlight sind einzelne Faktoren, vor allem die Gesichter, angestrahlt und damit natürlich hervorgehoben. Wenn ich da im dunklen Hintergrund keine Räumlichkeit habe, habe ich auch keine Ablenkung von dem Motiv im Vordergrund. Dies war so faszinierend, dass zwei Jahre nach dem Tod von Caravaggio Rubens in Rom war und das Bild kopiert hat. Es gibt da ganz leichte Unterschiede, die werden noch deutlicher, wenn ich den Raphael noch dazu nehme. Bei Raphael ist die Körperlichkeit auch schon da, à la Michelangelo, aber sonst ganz schön in die Landschaft integriert. Und das, was Sie jetzt hier sehen, das ist der große Unterschied. Bei Raphael haben Sie bildparallelen Aufbau. Bei Caravaggio haben Sie eine tiefenräumliche Andeutung, und zwar ganz raffiniert. Die Grabplatte unten fluchtet nur leicht. Der Körper Christi fluchtet stärker. Das ist so, als wie wenn Sie da unten stehen in Höhe der Grabplatte, dann muss die höher liegende Figur schräger angeordnet werden. Er hätte die ja jetzt auch gerade machen können. Dann wäre das dem Sehen zuwider gewesen, aber so weiß man ganz genau, man blickt da etwas auf. Das sind Dinge, die haben Sie im Gehirn gespeichert, da müssen Sie nicht drüber nachdenken. Denn das sind Ihre Sehgewohnheiten, die Sie dann automatisch damit verbinden. Und jetzt kommt ein zweites dazu. Das ist der Korpus nun. Ist schön scharf, ja. Bei mir ist das ein bisschen unscharf hier, aber da kommt etwas weiteres dazu, nämlich der Wettstreit zwischen den einzelnen Künsten, die sind damals hochgestilisiert worden, ja, waren fast so, ja, schädlich, wenn man darunter fiel. Denn der Caravaggio war ja Maler. Der Michelangelo war Bildhauer. Wer hat nun mehr Wert? Der Bildhauer allgemein oder die Malerei allgemein? Und diesen Wettstreit wollte Caravaggio gewinnen. Deshalb hat er gesagt, das, was der Michelangelo in seiner Skulptur kann,
Das kann ich als Maler auch. Aber als Maler kann ich noch weiter gehen. Ich kann nämlich mit der Farbe und mit den plastischen Werten das Auge so täuschen, wie du das nie kannst mit einem weißen Marmor. Das heißt, die oberste Kategorie müsste eigentlich die Malerei sein. Das ist ein Wettstreit gewesen, der nicht entschieden worden ist, aber der damals zurückgehend auf die Antike eine ganz große Rolle gespielt hat. Denn mit der Wertigkeit steigt auch der Preis. Also bei Caravaggio spielte das immer eine Rolle, wie bei den anderen Künstlern auch. Denn man kann das nicht losgelöst sehen. Aber mit welcher Präzision Caravaggio hier diese plastischen Formen rausgestaltet hat, gleichzeitig aber die tödliche Haut mit den leicht blauen Flecken illusioniert hat, das ist unglaublich. Und die Illusion wird hier fast zur Realität. Der ungläubige Thomas, man hat das vorher noch nie so gesehen. Und wer das damals zum ersten Mal gesehen hat, der hat da ganz bestimmt auch eine Art von Schock gehabt. Denn der Thomas, der hat ja nicht geglaubt, dass der Christus auferstanden ist. Und jetzt erstens, der Caravaggio nimmt Figuren aus dem Alltagsleben. Damit ist natürlich die Identifikation von der Gesamtbevölkerung viel schneller herstellbar. Denn der ungläubige Thomas, der ist nicht in einem schönen Gewand. Nee, da ist die Schulternaht aufgerissen. Das ist ja noch nicht gerade ein kostbares Gewand dann. Und dann die Falten an der Stirn. Unglaublich, was er da wahrnimmt. 5 Falten übereinander. Und dann auch noch den Finger. Es gibt fast eine Gänsehaut, wenn man das sieht. Und das war so neuartig, so faszinierend, aber dann eben auch so überzeugend, weil man hier mitfühlen kann, mitdenken kann. Und das war vorher nicht der Fall. Wenn Sie jetzt den Cima de Conegliano nehmen und da die Stelle rausnehmen, ja, das ist so ein Hindeuten, so ein bisschen, ja. Und wenn Sie dann den Caravaggio sehen, das ist echt, das will ich jetzt wissen. Und du musst jetzt glauben, obwohl Christus gesagt hat, selig sind die, die mich sehen. Also da realisiert er etwas, was eigentlich gegen den Text spricht, aber sehr deutlich macht, was gemeint ist. Auch der Dürer hat schon lang vorher schon mal die 2 Finger da drin gehabt. Aber wenn Sie das vergleichen, ist halt die Grafik nicht in der Lage, die gleiche Illusion, die gleiche Präzision herzustellen, wie das Caravaggio mit seiner Malerei kann. Das ist, sieht aus wie echt. Diese Erfahrungen hat er dann weiter fortgesetzt in dem Emmausmal. Da sind ihm ja 2 Jünger begegnet und die haben ihn nicht erkannt. Das war nach der Auferstehung. Und das ist von einem Marchese Ciriaco Mattei, also ein weiterer Mann, der ihn gefördert hat, in Auftrag gegeben worden. Und bei der Szene ist jetzt völlig neuartig, nicht nur das Chiaroscuro, also hinten kein Raum, sondern der Moment des Erkennens. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, genau auf den Punkt bringen, was Thema ist. Die Jünger haben ihn ja nicht erkannt, erst als er den Segensgestus, das sind die 3 ausgestreckten Finger und 2 angelegte, die kommen aus der römischen Antike, wie er diesen Segensgestus macht. Den Segensgestus kannten die Apostel. Da erkennen sie ihn. Und da der Jakobus, der reißt die Arme auseinander. Und der andere, der erhebt sich gerade vom Stuhl, als ob er das nicht glauben könnte und genauer sehen wollte. Und solche Momente, die kennen Sie natürlich auch aus dem eigenen Leben. Dieses Erheben wollen, das ist für mich so faszinierend gewesen. Und der Wirt daneben mit seinem weißen Käppi, der kapiert gar nichts. Ja? Der hat auch keine Reaktion. Der guckt den halt so ein bisschen an, was machst du da? Aber im Prinzip sind das die anderen 2. Und wenn Sie jetzt die nochmal gucken, gerade den Jakobus auf der rechten Seite, gemalt ist das Bild für die Cayetani oder Singular Cayetano, die neue Brüder, die ihn aufgenommen haben, für diesen ist er gemalt worden. Und wenn ich dann jetzt den Jakobus rausnehme, da sehen Sie die tiefen Dimensionen, die der
mit den perspektivischen Verkürzungen erreichen kann. Allein wie eine Hand in der perspektivischen Verkürzung aussieht und dann auch noch nicht verkrüppelt, sondern tatsächlich verkürzt aussieht, ist eine fantastische malerische Leistung. Er hat im Vergleich mit Tizian natürlich hier was völlig Neues geschaffen. Bei Tizian ist das eine edle Gestalt, so wie das in der Renaissance gefordert wurde, Contenance. Keine übermäßigen Regungen. Das kam dann erst durch das Dekret vom Papst, dass man mitfühlen, malen muss. Und hier war das noch nicht so. Da sitzt er also ganz verhalten mit seinem Segensgestus, die Landschaft noch mit dabei, das Tischtuch vorne als Blockade sozusagen für den Betrachter. Bei dem Bild von dem Caravaggio ist das nicht. Da ist zwar auch dieses Tischtuch, aber durch den vorne Sitzenden auf der linken Seite sind sie wieder Teil dieses Bildes, ins Bild hineingezogen. Das gilt dann auch für diese Madonna, die Madonna di Loreto. Loreto ist ein Wallfahrtsort in Italien und das ist eine ganz eigentümliche Geschichte. Da sind die Pilger dann immer hingegangen und sind dann auch von einem Mönchsorden, Laienorden auch versorgt worden. Und die Geschichte, die dahinter steckt bei der Madonna di Loreto, ist die, dass das Geburtshaus oder das Wohnhaus von der Maria nach dem Verlust durch die Kreuzfahrer teilweise als Ziegelsteine mitgenommen wurde nach Loreto. Und Loreto innerhalb des Domes aufgebaut worden. Dieses Haus, so soll es ausgesehen haben, aus Ziegelsteinen, das nimmt jetzt der Caravaggio als Thema mit auf, aber kaum sichtbar, nämlich die Ziegelsteine an der Pforte rechts. Welche Bedeutung dieser Wallfahrtsort hat, wird auch daran deutlich, dass um dieses Ziegelgebäude solch ein fantastisches marmornes Gebäude gebaut wurde, dass das richtig wertvoll geworden ist. Aber das interessiert den Caravaggio nicht, sondern er will lediglich die Madonna, die sozusagen die heilbringende Madonna, die dort verehrt wurde, darstellen. Reduziert das auf zwei Pilger oder eine Pilgerin und einen Pilger und die Madonna. Dieses Bild ist auch als anstößig befunden worden, nicht wegen der Maria, sondern wiederum wegen der dreckigen Füße, die dem Betrachter entgegengestreckt werden. Da haben aber dann den kompletten Namen Arci Confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini, also die das gestiftet haben, der Orden, dieses Bild, die haben gesagt, wir sorgen ja gerade für die Pilger und die kommen doch barfuß, wieso soll man das dann nicht sehen? Und deshalb ist dieses Bild nicht dem Dekorum zum Opfer gefallen. Das nächste Madonnenbild, das er gemalt hat, ist eins, das eigentlich ganz der Tradition entspricht. Da kann man nicht viel erkennen, dass das jetzt typisch von Caravaggio ist. Das liegt aber möglicherweise an dem Auftraggeber, die Rosenkranz-Madonna. Es gab im 16. Jahrhundert eine richtige Rosenkranz-Welle. Und zwar hat der Papst Pius V. die Überzeugung kundgetan, dass die vielen Rosenkranz-Gebete bei den Gläubigen dazu geführt haben, dass sie die Schlacht bei Lepanto gegen die osmanischen Türken gewonnen haben. Und daraufhin haben sich Rosenkranzorden gebildet. Überall sind Rosenkranzbilder gefordert worden für die Kapellen. Und unter diesem Aspekt ist dieses Bild auch entstanden. Man kann davon ausgehen, dass der Auftraggeber, der nicht bekannt ist, bestimmt hat, dass er das so und so gezeigt haben will. Die Geschichte ist die, dass die Madonna die Rosenkränze an den Mönch auf der linken Seite, den Dominikus, verteilt. Und wenn ich das jetzt mal raushole, dann haben wir wieder den Caravaggio. Denn wie hier die Hände sozusagen sprechend begehren diese Rosenkränze, das ist etwas, was Caravaggio ausmacht.
Und auf der linken Seite, da ist der Stifter, denn der unterscheidet sich extrem von den anderen Figuren. Die sind da vorne antikisch gewandert, die anderen Mönche in der Mönchskutte, klar. Aber nur der auf der linken Seite hat diesen typischen Renaissance-Mühlkragen um, der damals für die vornehmen Herrschaften üblich war. Und der guckt auch noch aus als Bild, ich habe das spendiert, aber wir wissen nicht, wer es ist. Aber wie gesagt, manchmal muss auch ein Künstler sich den Wünschen des Auftraggebers oder dem Dekorum beugen. Das wie lange habe ich denn noch Zeit? Ja, bis 21.30 Uhr. Müsste ich hinkommen. Können Sie auch 5 Minuten länger? Oh, das ist mir zu leise. Okay, alles klar. Nee, ich guck mal. Also, das ist jetzt der Marientod, der von Caravaggio gemalt wurde. Und der ist natürlich auch dem Dekorum zum Opfer gefallen. Und zwar hat man ihm vorgeworfen, der Caravaggio habe die Maria, für die Maria, und das haben Sie vorhin erwähnt, eine tote Kurtisane als Modell genommen. Man hat häufig also Verbrecher oder Kurtisanen, die tot waren, genommen, um dort anatomische Kenntnisse zu erwerben oder eben als Modelle zu nehmen, die quasi nichts gekostet haben. Dass das der Fall gewesen sein könnte, ist sehr wahrscheinlich, weil wir wissen, dass der Caravaggio auch im Judenviertel sich, also in den Ärmsten der Armen, die damals ganz verachtet waren, Modelle gesucht und gefunden hat. Bei der Wahrsagerin ist man ziemlich sicher, dass das eine war. Und das Weitere ist aber Folgendes, dass man die Maria so nicht so malen kann. Sie sei ganz aufgebläht im Bauch und sie habe wieder nackte Füße, die sie nach vorne dem Betrachter entgegenstreckt. Also ist das Bild abgelehnt worden. Und diesmal hat er keinen neuen Auftrag bekommen. Man hat einen Carlo Saraceni beauftragt. Und da sehen Sie mal, wie strikt das zum Teil gehandhabt wurde. Der hat dann dieses Bild entworfen. Das ist dem Dekorum auch zum Opfer gefallen, weil sie gesagt haben, es ist überhaupt nicht die Aufnahme, die leibliche Aufnahme der Maria in den Himmel erkennbar. Die sitzt da, als würde sie im Orgnung sitzen. Deshalb musste er auch ein zweites Bild malen. Und da ist nun die himmlische Sphäre dargestellt, in die die Maria leiblich aufgenommen wird. Und damit waren sie dann zufrieden. Sie sehen also, wie eng solche Künstler manchmal geführt wurden. Und da ist es geradezu verwunderlich, dass der Caravaggio mit seinen Bildern so durchgekommen ist, sondern weil hier eine Stelle dargestellt ist, die sehr zweifelhaft war. Da gibt es eine Übersetzung, und zwar heißt diese Stelle, wo die Maria die Sünde, den Teufel besiegt, ipsa oder ipso, das konnte man nicht genau unterscheiden, conteret caputum, also sie oder er trifft dich am Kopf, vernichtet damit die Erbsünde. Und jetzt hat er aber dieses Dekret vom Papst zugrunde gelegt, der salomonisch gesagt hat, der Christusfuß ruht auf dem Fuß der Maria und zusammen besiegen sie das Böse. Und zusammen meint jetzt nicht nur das Böse, die Erbsünde, sondern gleichzeitig die Heretiker, die damals manche Reformbestrebungen aufgestanden sind gegen die katholische Kirche. Aber dieses Bild ist dann abgelehnt worden. Und so muss man sich wundern, dass eine eigentlich übereinstimmende Thematik scheitert. Möglicherweise einfach dadurch, dass man bei einer Maria nicht eine vorgewölbte Brust malen kann. Das Dekorum verweigert das. Nacktheit darstellen, wie bei dem Christusknaben, war überhaupt nichts Besonderes. Da hat sich kein Mensch dran gestört. So wie hier bei diesem kleinen Amor als Sieger. Ein sehr liebenswerter Bursche, vor allem wenn man dann das weiß, um was es hier geht. Sie sehen hier die Vergil-Ekloge Nummer 69 und die bedeutet zu Deutsch, dass die Liebe über alles siegt.
und wir wollen uns auch der Liebe widmen oder ihr fügen. Deshalb sind unten Werkzeuge, Musikinstrumente, Messgeräte, alles Mögliche, was Wissenschaft, Kriegswissenschaft, Musik und so weiter bedeutet, sind sozusagen besiegt. Allein die Liebe ist das, was zählt. Und dieser antike Satz, also fußend wieder auf einer früheren Vergangenheit, wird hier durch den Amor dargestellt. Und wenn man dann nur das Gesicht sieht, das ist sehr überzeugend. Das ist einnehmend, das ist harmlos geradezu. Und deshalb war das auch nicht verwerflich. Immer unter dem Aspekt, dass Homosexualität damals gang und gäbe war. Also das hatte durchaus auch diesen erotischen Aspekt. Deshalb ist auch der Johannes, der Täufer, so dargestellt. Bivalent, man weiß jetzt nicht genau, ist es ein Hirte, denn der Johannes müsste eigentlich ein Lamm Gottes, also ein Lamm haben und nicht ein Widder. Und er müsste irgendwie noch andere Attribute haben, damit man ihn erkennt. Aber es war gerne bei Caravaggio, dass er Mehrdeutigkeiten drin hatte. Er hat dann den Sohn des Gefängniswärters von der Engelsburg erschlagen. Das heißt, er war ein Mörder und musste dann fliehen. Und dann ist er hier hingeflohen nach Paliano. Und dieses gehörte den Corona, also der Familie, die ihn protegiert hat das ganze Leben lang. Dort hat er dann wiederum ein Emmausmal gemalt. Und Sie sehen, das ist sehr viel schlichter, sehr viel einfacher, auch nicht so überzeugend in der Dimension, dass es den Betrachter anspricht. Christus auch wieder traditionell jetzt mit Bart. Und insgesamt schlichter. Wenn man die zwei Stilleben auf dem Tisch vergleicht, das obere ist vom ersten, das zweite von unten, sehr viel karger, kein Hühnchen, nichts mehr. Da nimmt er etwas zurück und wird weniger, reduziert die Mittel. Und das wird charakteristisch für seine Malerei in Neapel, Malta und Sizilien. Das ist die letzte Phase seines Lebens. Und kaum war er in Neapel angekommen, hat er direkt den ersten Auftrag gekriegt. Das heißt, er konnte morden. Er war trotzdem ein angesehener Künstler, den man engagiert hat. In Neapel hat dann zufällig auch noch der Minitti, also dieser Kumpel aus Rom, gelebt und war inzwischen selber Künstler. Und da hat er dann den Auftrag bekommen, die Barmherzigkeit darzustellen, und zwar die sieben Werke der Barmherzigkeit. Das sind einmal bei Hunger ernähren, bei den Dürstenden zu trinken geben und so weiter, die kennen Sie ja wahrscheinlich. Aber was Caravaggio macht, ist wieder eine Verdichtung all dieser Elemente. Ich greife mal zwei heraus. Sie sehen hier, wie der Wirt auf der linken Seite mit dem Zeigefinger sagt, du kannst hier bei mir reinkommen. Und das ist ein Wanderer, erkennbar an der Jakobsmuschel, gibt ihm also Herberge. Dahinter sehen Sie eine merkwürdige Szene. Da ist der Samson, der aus einem Eselsknochen trinkt und die Barmherzigkeit Gottes erwartet, also auch das Wort Barmherzigkeit, weil er mit einem Schlag die Philister hat erschlagen können. Und in dem Bild selber finden Sie dann die anderen barmherzigen Taten, wie auf der rechten Seite, das geht auf eine antike Geschichte zurück oder Legende, auf die Piero Caritas Romana, die ihren Vater, der zum Tode durch Verhungern im Gefängnis war, mit ihrer eigenen Brust ernährt hat. Und direkt neben ihr sehen wir in Hüfthöhe zwei Füße, wie dann Tote begleitet werden und begraben werden. Das sind die Taten der Barmherzigkeit, und natürlich ist das von den Confratres der Barmherzigkeit dort in Auftrag gegeben worden, die von jungen Adligen ein paar Jahre zuvor gegründet worden war. Hier der Mantel, der abgegeben wird, der nackt ist, das ist natürlich ein Thema, das kennen wir von St. Martin auch. Und so war das rechts üblicherweise dargestellt. Ein narratives, ein Erzählbild, wo Sie dann suchen müssen, wo ist denn das Einzelne am besten rechts erkennbar,
die Hungernden füttern mit den Brotlaiben. Und da ist natürlich die Verdichtung, die Caravaggio mit seinem Bild erreicht, sehr schnell nachvollziehbar. Oder ganz deutlich jetzt bei dieser Geißelung. Das ist wieder ein tenebristisches Bild, nämlich Spotlight auf den Körper. Und die Situation selber, die kann man gerade erahnen durch eine Art Lichtstrahl, der die Säule darstellt, an die der Christus damals gebunden war. Dass das Furore machte, wird daran deutlich, dass kaum später in Neapel man nur noch so malen konnte, wie der Caravaggio das vorgemacht hat. Das Beispiel ist dieses hier dazu, der Beleg. Dann ist er in der Hoffnung, sozusagen einen Dispens zu bekommen, nach Malta gefahren worden, auch auf dem Schiff der Colonna. Also immer wieder taucht dieses Adelsgeschlecht auf und hilft ihm. Denn die Ritter auf der Insel, dieses Bild hat er dann gemalt, die waren so, dass man auch einen Dispens erreichen konnte, wenn man da beim Papst ein gutes Wort einlegt. Und das ist jetzt der oberste Chef gewesen, der Alof de Vignacourt, dass er Malteserkreuz hier auf der rechten Seite bei dem Knaben, er selber nicht. Das ist ein traditionell geformtes Bild, wie Sie hier sehen, von dem Pulsone. Der Pulsone hat damals die Madonna Colonna gemalt und auch den Marc Antonio Colonna. Und da bewegt sich jetzt der Caravaggio wieder in einem vollkommen normalen Bereich des Bildes, der Bilddarstellung, weil das ein repräsentatives Bild ist. Und dieser Herr, der sollte dann ein sogenanntes Beneplácito beim Papst erreichen, das heißt eine Entlastung von dem Mord, sodass er wieder nach Rom zurückkehren kann. Denn wenn er von sich aus zurückgekehrt wäre, wäre er faktisch zum Tode verurteilt gewesen. Und Paul V. war angesprochen. Das ist noch ein Gemälde von Caravaggio, das er noch gemalt hat, bevor er fliehen musste. Also die Beziehungen waren da. Und deshalb hat er Vignacourt keinen Namen genannt. Hat nur geschrieben, für diesen wichtigen Maler für Malta ist es unglaublich bedeutsam, dass er freigesprochen wird. Und dann ist er aufgenommen worden in den Orden und normalerweise musste man da sehr viel Geld mit einbringen, das hatte er nicht. Deshalb hat er dieses wunderschöne Bild vom Tod des Johannes gemalt und das sozusagen als Einstandsbild gebracht. Aber das Wesen von Caravaggio war dieses, dass er zum ersten Mal hier auch gezeigt hat, wenn ich schon in Orden auftrete, dann will ich auch, dass ich da bekannt werde und hat F. Mikkel an. Also Fake It von gemacht, das hat er gemacht, der Michelangelo drunter geschrieben. Das ist eins, neben dem Schild, das einzige Bild, das signiert ist. Dann hat er noch den zweithöchsten, ranghöchsten Mann beim Malteserorden gemalt. Und dann hat er halt mal wieder Streit angefangen und hat einen fast zu Tode geschlagen. Dann ist er ins Gefängnis gekommen, in dieses hier, in das Fort Sant'Angelo, und durch geheimnisvolle Art und Weise, das ging nur durch eine Hilfe, konnte er fliehen aus diesem Gefängnis und ist dann zurück nach Syrakus geflohen, dann nach Messina, dann nach Palermo und schließlich wieder nach Neapel zurück. Und dabei hat er in jeder Stadt wieder Werke hinterlassen. Hier zum Beispiel die Lucia, das Begräbnis in Syrakus, abgeleitet von den latomierenden Steinbrüchen in Syrakus. Das ist die Darstellung der Lucia. Dann weiter in Messina, diese Christi Geburt, auch keine räumliche Darstellung. Und jetzt müsste ich eigentlich immer wiederholen, deshalb lasse ich das durchlaufen. Und noch einmal in Palermo, das letzte Bild, das auf der Insel entstanden ist. Und dann schon wieder in Neapel, das ist wieder ein solches Beispiel, das ist Ihnen vertraut, weil in Köln sind ja die 11.000 Jungfrauen ermordet worden. Übrig blieb die Ursula
Wenn Sie normalerweise die Bilder darstellen haben, so in Köln, dann haben Sie eine Geschichte wieder erzählt mit Tohu Wabohu. Hier wird durch Caravaggio das auf einen Moment, nämlich da, wo der Pfeil in die Brust eindringt und wo der gerade die Sehne losgelassen hat. Und das sind eben die faszinierenden Momente, die Caravaggio im Bild festhalten kann. Er ist jetzt heute die sterblichen Überreste hier auf der Insel, wo er zuletzt gelandet ist und wahrscheinlich am Fieber gestorben, auch begraben. Caravaggismus, Einfluss zur Lebzeit. Ich will Ihnen nur mal eine Menge auflisten, darunter Rubens, Georges de Latour, Giuseppe de Ribera, Einfluss durch Vermittlung, Utrechter Rembrandt. Also ich könnte noch mehr nennen, aber das ist das, was ihn so ausgemacht hat. Und jetzt die einzelnen Beispiele. Die haben Sie zum Teil schon gesehen. Weit ganz über Europa verstreut Nachahmer. Vor allem der Rembrandt war von dem Realismus fasziniert. Nicht ein schöner Akt à la Aphrodite, sondern eine Frau, die im mittleren Alter ins Bad geht. Die Innovationen sind Chiaroscuro oder Tenebrismus, habe ich erklärt. Beispiel oben. Der Realismus durch die Maria, die wie eine ganz normale Frau dargestellt wird. Die Dramatik habe ich Ihnen da bei dem Beispiel erklärt, bei dem Matthäus. Raumatmosphäre heißt, dass ich keinen tiefen Raum mehr habe, sondern einen gefühlten Raum. Und dann natürlich das ganz Überragende, dass das Stillleben eine Bedeutung bekommt wie die Historienmalerei. Durch die Detailgenauigkeit, die im Kontrast steht oder in Bezug steht zu der Antike. Und das hat dann Folgen, zum Beispiel für Böcklin, Chiaroscuro. Für den Realismus von Otto Dix. Nicht ausgelöst direkt durch Caravaggio, aber Sie sehen, welche grundlegenden Anliegen Caravaggio umgesetzt hat. Hier sehr deutlich bei Dix, da gibt es sogar noch genau an, wie alt sein Vater ist, wann er das gemalt hat. Also Realismus. Und das hier ist sozusagen mein letztes Beispiel. Der Wettstreit, der in der Antike angefangen hat, zwischen Malerei und Natur, der ist jetzt bei dem Fotorealismus Wettstreit, wer kann es besser, die Malerei oder die Fotografie. Das hier ist keine Fotografie, das ist Malerei. Und damit, meine Damen und Herren, darf ich Sie verabschieden und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke. Danke auch für die 5 Minuten, die Sie zusätzlich ausgehalten haben. Ganz herzlichen Dank. Ich wollte Ihnen nur die Uhr geben, damit nicht verpassen, noch den Schluss mit Ihnen zu erleben. Das war so der Gedanke. Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren, sehr sensiblen, genau hinschauenden Ritt quasi auch durch das Werk von Caravaggio. Das wirklich, ich glaube, die Bildgewalt hat für sich gesprochen. Und ehrlich gesagt ist Ihrem Vortrag von meiner Seite gar nichts mehr hinzuzufügen. Mir fällt auch keine Frage ein. Ich weiß nicht, ob im Publikum noch irgendjemand etwas hätte, das er jetzt gern noch loswerden möchte. Mir hat sehr gut gefallen, eben immer wieder diese Vergleiche, die Sie innerhalb der Künstler zeigen. Das, finde ich, schult das Sehen. Und ich bin Ihnen sehr dankbar nochmal für die Zusammenfassung am Schluss, die nochmal so ganz deutlich, finde ich, die Besonderheit zeigt. Also ich kann mich nur bedanken. Ich denke, es geht Ihnen ähnlich. Und vielleicht kann ich ja verraten, dass wir schon das Programm für nächstes Semester besprochen haben. Und sollte jemand Lust haben, Gerhard Richter, also wir machen einen ganz großen Sprung in die Gegenwart, mit ihm und uns zu erleben. Das wird nächstes Jahr im Kulturkalender sein. Und vielleicht den Liebermann haben wir auch schon besprochen. Ne? Ja, Max Liebermann, genau. Herzliche Einladung für das nächste Jahr. Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Für die Zeit und diesen intensiven Blick. So, und kommen Danke. Sie gut nach Hause.